Aloha, ich freue mich, dass ihr euch für dieses Video interessiert. Von beginnenden Musikern werde ich oft gefragt, woran erkennt man, wann ein Ton stimmt? Korrekt ausgedrückt lautet die Frage, wann ein Ton mit einem anderen übereinstimmt. Für einige Musiker eine durchaus sonderbare Frage, weil sie bereits selbstverständlich das verwenden, was ihnen vor langer Zeit beigebracht wurde. Sie hören auf ein bestimmtes Phänomen, das sich Schwebung nennt. Es ist immer dann besonders gut zu hören, wenn zwei Töne miteinander klingen und diese nicht ganz übereinstimmen, also nicht ganz die gleiche Frequenz haben. Ich zeige das mal hier mit Hilfe des Programms Audacity. Audacity ist ein sogenannter Wave- oder Klangeditor. Man kann damit Klangdateien bearbeiten, aufnehmen oder einige Standardklänge generieren. Standardklänge sind zum Beispiel weißes oder rosa Rauschen. Diese beiden Dinge werde ich hier jetzt nicht erklären. Oder eben eine reine Sinuswelle mit einer bestimmten Frequenz, so wie ich das im Laufe des Videos tun werde. Wer das nachvollziehen oder ein solches Programm für andere Dinge haben möchte, Audacity ist ein sehr mächtiges Programm, das heißt, es hat viele nützliche Funktionen, mit denen Klänge beeinflusst und Klangdateien bearbeitet werden können. Es ist Open Source und kann gratis im Internet bezogen werden. Es läuft auf allen gängigen Betriebssystemen, auch unter Linux, so wie bei mir. Wenn euch das Programm gefällt, freuen sich die Entwickler sicher über eine kleine Spende. So 10 Euro wären durchaus angebracht. Doch Spenden sind immer freiwillig. Mit diesem Programm generiere ich zunächst einen Ton mit 440 Hertz. Das entspricht dem Kammerton A, nach welchem sich ohnehin unser ganzes Tonsystem richtet. Mit einer reinen Sinuskurve hört sich das so an. Jetzt nochmal und achtet bitte auf die Pegelanzeige hier oben. Jetzt generiere ich einen weiteren Ton, und zwar denselben nochmal. Ich lasse sie zusammen klingen und ihr achtet bitte wieder auf die Pegelanzeige. Was stellen wir fest? Wir hören keine zwei Töne, sondern einen. Der aber ist messbar lauter. Wenn also zwei Töne gleicher Frequenz miteinander klingen, so kann man sie nicht voneinander unterscheiden. Sie verschmelzen komplett miteinander und verstärken sich. In der Musik liegt dann der Fall vor, dass eben die beiden Töne zueinander stimmen oder einfach der Ton stimmt. Wie hört es sich dann aber an, wenn der Ton eben nicht stimmt? Genau dann entstehen Schwebungen und es sind zwei Töne deutlich zu hören. Ich generiere auf einer neuen Spur einen neuen Ton mit einer Frequenz von 438 Hertz und damit 2 Hertz tiefer als der Ausgangston mit 440 Hertz. Wenn man die Töne einzeln hört, wird man kaum einen Unterschied feststellen. Die Überraschung kommt erst, wenn sie gemeinsam klingen und achtet bitte wieder auf die Pegelanzeige.
Diese regelmäßigen Pegelschwankungen ergeben sich durch die Überlagerung der beiden Ausgangstöne. Und genau das sind Schwebungen. Da sie regelmäßig sind, ergeben sie einen dritten Ton, eine Frequenz, dessen Höhe davon abhängt, wie sehr die beiden Ausgangstöne voneinander abweichen. Wenn ich dazu einen Ton generiere, der stärker abweicht, erhöht sich die Frequenz der Schwebungen. Wenn die Abweichung geringer wird, verringert sich auch die Frequenz. Sie werden langsamer, bis sie bei völliger Übereinstimmung auch völlig verschwinden. Dann stimmt der Ton. Diesen Effekt kann man wunderbar beim Stimmen eines Instruments beobachten, zum Beispiel bei einer Gitarre. Schwebungen verschwinden aber auch, wenn zum Ausgangston die Oktave klingt oder jede andere Frequenz, die man erreicht, wenn man die Ausgangsfrequenz mit einer ganzen Zahl multipliziert. Quarte und Quinte können ebenfalls als ganzzahlige Vielfache hergeleitet werden. Die Schwebungen sind hier verschwunden oder sehr langsam, was wir als angenehm empfinden. Die Töne der kleinen Sekunde liegen direkt, also einen Halbtonschritt, nebeneinander. Die Schwebungen sind deutlich zu hören und sehr schnell. Ohne weiteren musikalischen Zusammenhang wirken sie rau, aggressiv und unangenehm. So, damit habt ihr jetzt einen kleinen Überblick bekommen, was Schwebungen sind, wie sie sich anhören und wie sie sich verhalten und wie man sich damit in der Musik orientieren kann. Wenn ihr ein Video wünscht mit weitergehenden Informationen über Schwebungen und Schall, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ansonsten gibt es viel Literatur und viele Videos im Internet dazu und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch viel Erfolg bei eurem weiteren musikalischen Weg. Danke und bis zum nächsten Mal.